Guten Tag, liebe Mitmenschen, herzlich willkommen. Mittwoch, der 22. September, das ist der Gedenktag des heiligen Mauritius, des tapferen Märtyrers aus der Thebäischen Legion. Es ist auch der Geburtstag unseres verstorbenen Vaters. Und es ist die letzte Aufzeichnung aus Wien. Hier sitze ich noch einmal im Esszimmer von Bruder und Schwägerin und im Hintergrund ein interessantes Marienbild aus der symbolistischen Schule. Es ist eine winterliche Landschaft, in der die Mutter Gottes sitzt mit dem Kind auf dem Schoß und sie versucht es warm zu halten und schafft es vielleicht nicht ganz, und da kommen Engel und helfen ihr. Ein Engel im Vordergrund kniet und kocht ein Breilein auf einem Kohlenfeuer, und zwei weitere Engel bringen eine Wiege herbei für das Jesuskind, und ein zweites Engelpaar im Hintergrund noch eine Art Mantel oder Decke, also ein rührendes Bild, um zu zeigen, wie Himmel und Erde zusammenwirken, um dem Jesuskind das Gedeihen zu ermöglichen. Ja, in eine ganz andere Welt führt die Bahnlesung. Jetzt sind wir mit einem Sprung im 9. Kapitel des Buches Esra. Man ist mit dem Wiederaufbau von Stadt und Tempel beschäftigt. Das Ganze viel einfacher und glanzloser als zu salomonischer Zeit, aber immerhin. Und da werden Esra Nachrichten zugetragen, dass die Leute, die zurückgekehrt sind aus dem Exil und diese Gnade Gottes erfahren haben, der Rettung durch den Perserkönig Kyros, dass die schon wieder anfangen damit, sich zu verbinden mit den Frauen aus den umgebenden Völkern. Da zerreißt Esra sein Gewand vor Zorn und spricht. Oh, jetzt hätte ich fast Video zerrissen, und spricht ein Bußgebet. Zur Zeit des Abendopfers erhob ich mich aus meiner Bußübung mit zerrissenem Gewand und Mantel. Dann warf ich mich auf die Knie, breitete die Hände aus und betete zum Herrn, meinem Gott. Mein Gott, ich schäme mich und wage nicht, die Augen zu dir, meinem Gott, zu erheben. Denn unsere Vergehen sind uns über den Kopf gewachsen, unsere Schuld reicht bis zum Himmel. Seit den Tagen unserer Väter bis heute sind wir in großer Schuld. Wegen unserer Vergehen wurden wir, unsere Könige und Priester, den Königen der Länder ausgeliefert, dem Schwert, der Gefangenschaft, der Plünderung und der Schande, wie es heute noch der Fall ist. Jetzt, für einen kurzen Augenblick, hat der Herr, unser Gott, uns Erbarmen gezeigt. Er hat einen Rest gerettet und übrig gelassen und uns einen Ruheplatz an seinem heiligen Ort gewährt. So ließ unser Gott unsere Augen aufleuchten, er ließ uns ein wenig aufleben in unserer Knechtschaft. Ja, wir sind Knechte, aber auch in unserer Knechtschaft hat unser Gott uns nicht verlassen. Er wandte uns die Gunst der Könige von Persien zu. Er ließ uns aufleben, sodass wir das Haus unseres Gottes wieder aufbauen und es aus den Trümmern wieder aufrichten konnten. Er gewährte uns ein geschütztes Gebiet in Juda und Jerusalem. Ein Bußgebet in der Gesinnung des Hanania im Buche Daniel. Vielleicht erinnern Sie sich an diese prachtvolle Lesung, die auch im Stundengebet der Kirche ist. Wir erkennen die Schuld unserer Väter, und wir, die wir nicht persönlich schuld daran sind, wir übernehmen Verantwortung dafür. Und so betet hier auch Esra. Und er sagt dann, aber jetzt, unser Gott, was sollen wir nach all dem sagen? Wir haben ja deine Gebote verlassen. Also das ist die Sache mit den Frauen, die keine Töchter Israels sind. Das Problem ist nicht eigentlich, dass diese Frauen nicht geschätzt werden oder dass die Völker verachtet werden, sondern der Kern dieser ganzen Abgrenzungsideologie ist, dass mit den Frauen dann auch deren kulturelle Bräuche und religiöse Überzeugungen in die Zelte Israels kommen, und dass auf diese Weise von der häuslichen Mitte her die ungeteilte Liebe zu Gott, dem einen und einzigen, ins Wanken geraten könnte. Also dem Gott, der gesagt hat, Israel, du sollst und du wirst keine anderen Götter neben mir haben, denn ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Knechtschaft Ägyptens befreit hat. Und wenn du mich verlässt und dich anderen zuwendest oder Kompromisse schließt und so ein synkretistisches Gewurschteln machst, dann wirst du die Freiheit nicht halten, du wirst in Knechtschaft zurücksinken.
Das ist eine aktuelle Warnung, die wir uns gesagt sein lassen sollen. Gott segne und behüte Sie alle.